Herzlich willkommen zu Sankt Nikolai im Ohr. Behütet und getröstet wunderbar. Darum geht es im Podcast Sankt Nikolai im Ohr. Gestaltet von Superintendent Dr. Andreas Lange und Kantor Frank Schreiber. Als Sprecherin mit dabei Antje Höper. Silvester, Neujahr. Ein Jahr endet, ein neues fängt an. Unterwegs sein ist das Thema. Und dabei ist immer einer an meiner Seite, der ein Auge auf mich hat und mich behütet. Mit Worten des 121. Psalmes bin ich zuversichtlich. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich mag dieses Lied nach einem Text von Dietrich Bonhoeffer. Es tut mir gut, Gott ist mit mir am Abend und am Morgen. Was für eine Aussicht auch auf ein neues Jahr. Wo das alte Jahr doch so ganz anders war, als ich es mir ausgemalt hatte. Nicht im Traum wäre mir eingefallen, was 2020 alles gebracht hat. Dass so viele Menschen Angst haben würden, krank zu werden und trauern. Dass Gottesdienste ausfallen, dass Reisen abgesagt werden, dass wir Weihnachten nur im kleinsten Kreise feiern dürfen. 2020 war ganz anders als gedacht. Auf der Internetseite von St. Nikolai haben wir uns dafür interessiert, was Menschen in diesem ganz anderen Jahr traurig gemacht hat oder auch erfreut hat. Antje Höper vom Team des Abendgottesdienstes Anders liest, was eine Frau in das Gästebuch von St. Nikolai geschrieben hat. Mir wurde in diesem Jahr deutlich, wie eng Werden und Vergehen, Freude und Leid, Verzweifeln wollen und Chancen erkennen beieinander liegen. Und eine andere Frau meint, das Jahr hat mir den Blick geöffnet für viele kleine Dinge. Für mich ist das ein Grund zum Danken. Es war nicht einfach alles schlecht. Ein Mann lobt, wie anpassungsfähig viele sich in diesem Jahr gezeigt haben. Mich beeindruckt, wie flexibel alle waren. Als alle ins Homeoffice mussten, das hätte ich zuvor für nahezu unmöglich gehalten. Eine Frau meint, dass die Unterbrechung des Gewohnten auch ihre Reize hatte.
Wir haben das Lipperland erkundet mit vielen Wanderungen und Spaziergängen. Wir spürten die Natur intensiver als sonst. Eine andere Frau weist auf die Belastungsproben hin, denen Beziehungen in diesem Jahr ausgesetzt waren. Manchmal denke ich, was vor Corona schon brüchig war, das zerbricht nun vollends. Was vorher schon stark war, ist nun noch stärker. Zu den ganz neuen Erfahrungen dieses Jahres zählt auch, dass Abstand eine Form von Nähe sein kann. Gott kommt uns nahe, wir besser nicht. Bedrückend. Doch Abstand soll besser keine neue Grundhaltung werden. Seien wir achtsam auf uns selbst und aufeinander. Was 2021 wohl bringen wird? Dietrich Bonhoeffers Zuversicht trägt mich hinein in das unbekannte Land, das 2021 im Moment noch ist. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Ja, das will ich glauben und darauf will ich trauen. Gott ist bei mir am Abend und am Morgen und ganz gewiss auch an jedem neuen Tag. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne dich der allmächtige und der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er schenke dir ein gutes, gesundes, gesegnetes neues Jahr.